400 Meter lang, 61 Meter breit, über 23.600 Container Kapazität. Das ist die Hanoi Express, eins der größten und modernsten Containerschiffe der Welt. Ein Großteil von dem, was wir kaufen, war irgendwann mal auf einem Containerschiff. Rund 90% des weltweiten Handels läuft nämlich über den Seeweg. Und trotzdem wissen die wenigsten, was eigentlich genau auf einem Containerschiff passiert. Wir bekommen immer nur mit, wenn mal irgendetwas schief geht, zum Beispiel, weil ein Containerschiff von Piraten angegriffen wurde oder irgendwo feststeckt. Ich möchte mehr über den Alltag auf einem Containerschiff erfahren, deswegen werde ich die nächsten 7 Tage lang auf einem der größten Containerschiffe der Welt mitfahren. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und hoffe, dass ich nicht seekrank werde. Das ist echt unfassbar krass. Dieses Schiff ist riesig. Also wenn ich hier hochgucke, das ist so groß wie so ein Hochhaus oder so. Lass uns mal hochgehen. Also auf jeden Fall eine wackelige Angelegenheit, hier hochzukommen. Guten Tag, Sie müssen der Kapitän sein? Ja, willkommen an Bord. Jetzt haben wir ja gerade Abend. Wann werden wir abfahren? Na, ein paar Stunden Ladung ist arbeiten haben wir noch. Abfahrt wird dann wahrscheinlich so rund um 7 Uhr, 7.30 Uhr werden wir dann hier abfahren aus Southampton. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, das ganze Schiff erstmal ein bisschen kennenzulernen. Ja, wollen wir los? Sehr gerne. Und jetzt fahren wir Fahrstuhl oder was ist das? Genau. Ohne Fahrstuhl kommt man nicht mehr hin bei so großen Schiffen. Und wir warten jetzt darauf, dass der Fahrstuhl wieder runterkommt. Und dann bringe ich dich dann hoch zur Kabine und zeige dir deine Kammer. Wie viele Menschen arbeiten hier auf dem Schiff? Die Standardbesatzung im Moment sind 27 Crewmen, 27 Personen. Aber 27 klingt jetzt auch gar nicht so viel. Nee, es ist nicht wirklich viel. Aber ist immer für den normalen Schiffsbetrieb sind 27 schon voll in Ordnung. So, dann haben wir einmal den Fahrstuhl. Wir müssen aufs C-Deck. Hier sieht man, wer wo wohnt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Trainee-Kammern. Die sind auf dem C-Deck. Und hier ist dann dein Reich für die nächsten Tage. Das ist ja größer als so manches Hotelzimmer auf jeden Fall. Ja, man darf nicht vergessen, dass die Besatzung hier natürlich auch Monate verbringt. Wir sind 24/7, 365 Tage im Jahr ist das Schiff in Fahrt. Egal ob Weihnachten, Sonntag, hier wird gearbeitet. Deshalb muss hier natürlich auch ein bisschen gemütlich sein. Was sind jetzt deine Aufgaben heute noch, bevor es dann richtig losgeht? Ich muss jetzt noch einmal auf die Brücke, um nach der Route zu gucken, nach Algeciras. Und wenn du willst, kannst du mitkommen, dann kommen wir jetzt mal hoch. Da geht's lang, bitte. Crazy, das sieht schon krass aus. Hier sind wir jetzt auf der Brücke von der Hanoi Express. Echt richtiges Kontrollzentrum. Ganz viele Bildschirme, ganz viele Knöpfe. Das da ist das Lenkrad, also damit steuert man oder wie läuft das Ganze? Genau, hier ja, steht der Rudergänger. Sag mal, auf hoher See fahren wir in der Regel mit dem Autopilot. Der Offizier überwacht den Autopilot. Hier steht dann tatsächlich niemand, der das Schiff steuert in dem Fall. Aber sobald wir halt einen Lotsen an Bord kommen oder sobald es enger wird, sobald die Verkehrslage es erfordert, haben wir immer einen Mann Standby, der dann sofort ans Ruder gehen kann und übernehmen kann. Und dann kann man mit diesem kleinen sportlichen Lenkrad tatsächlich das riesige Ruder hinten bewegen. Ah, Alter, crazy. Soweit man sieht, ist alles voll mit Containern. Und ich weiß gar nicht, wie viele übereinander. Das geht hier noch richtig tief runter. Ich frage mich auch wirklich, was jetzt hier alles auf diesem Schiff ist. Ne? Also hier kann ja wirklich alles in den Containern sein. Ich bin so gespannt, wie jetzt die nächsten Tage werden. Das ist auf jeden Fall krass, hier auf so einem riesengroßen Schiff zu sein. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt vollgeladen oder passt da noch mehr drauf? Nee, wir sind noch nicht vollgeladen. Also ich sag mal so, 3/4 etwa sind wir. Ah, okay. Dann lass uns jetzt runtergehen. Dann zeige ich dir, wo wir uns dann treffen im Alarmfall. Und damit wir dann startklar sind für die Abfahrt. Was kann alles so auf einem Containerschiff passieren? Also was sind hier so die Gefahren? Wir können eine Kollision haben mit einem anderen Schiff. Wir können ein Grounding haben. Das heißt, wir können bei zu wenig Wasser unter dem Kiel irgendwo drauf fahren. Wir haben so viele Container an Bord. Es kann natürlich sein, dass sich was selbst entzündet oder ein elektrischer Defekt, der dann irgendwas in Brand steckt. Sowas kann alles passieren. Um darauf vorbereitet zu sein, muss ich dich vor Abfahrt darüber informieren, dass du genau Bescheid weißt, was du im Notfall zu tun hast. Dann benutzen wir die, um uns zu retten. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall schon mal viele Eindrücke so direkt für den Anfang. Jetzt gehe ich ins Bett, weil es ist schon relativ spät und morgen legt das Schiff ja relativ früh ab. Aber davor zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ich dann jetzt hier die nächsten Tage wohnen werde. Ist wirklich wie so ein kleines Hotelzimmer hier. Also ich glaube, hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Und ich bin wirklich ganz schön fertig. Auch die ganze Anreise heute war ein bisschen stressig, denn unser Gepäck ist nicht angekommen. Es geht schon mal gut los. Anscheinend sind unsere Koffer nicht angekommen. Das Problem ist halt, dass das Schiff heute Abend ablegt
Und der nächste Flug ist halt erst morgen. Das heißt, unsere Koffer werden nie im Leben hier in England ankommen. In den Koffern ist halt sowohl Kameraequipment als auch komplette Klamotten, alles. Alles, was wir brauchen. Wir wurden jetzt hier zu einem Supermarkt gebracht und müssen uns jetzt komplett neu einkleiden. Das Ding ist halt, wir sind hier gerade in Großbritannien, also außerhalb der EU. Normalerweise müsste ich jetzt Geld wechseln, um hier irgendwie was kaufen zu können. Aber zum Glück ist der Sponsor des heutigen Videos Revolut. Eigentlich hatte ich die Integration ein bisschen anders geplant, aber ich glaube, ich werde jetzt meine neue Revolut-Karte nutzen, um mir neue Sachen zu kaufen. Lass uns das mal machen. Ja, lass mal erstmal zur Unterwäsche. Hier sowas. Ja. Ich nehme mal hiervon zwei. Ich kann euch ja mal kurz erzählen, was Revolut eigentlich genau ist. Also Revolut ist eine Online-Bank, mit der ihr im Prinzip all eure finanziellen Bedürfnisse abdecken könnt. Und das Coole ist, dass sowohl die Kontoerstellung als auch die Kontoführung komplett kostenlos sind. So. Ich glaube, das wird ein teurer Spaß. Fast genau 100 Pfund. Dann benutze ich jetzt meine Tomatolix Revolut-Karte. Man kann das Ganze auch einfach per Apple Pay mit seinem Handy machen. Aber es gibt auch diese Metallkarten, wenn man möchte. Und ich habe mir die hier sogar individualisieren lassen mit dem Tomatolix-Schriftzug. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Das Bezahlen im Ausland funktioniert so, dass ihr Geld auf eure Karte ladet und ihr das dann entweder in dem Moment, in dem ihr es braucht, oder vor eurer Reise zu Echtzeitkursen in die jeweilige Landeswährung umtauscht. Und so könnt ihr dann ganz einfach vor Ort damit bezahlen. Das geht auch schon mit dem Revolut Standardkonto. Außerdem gibt es Cashback von bis zu 30% bei vielen verschiedenen Marken. Und es gibt so praktische Funktionen wie detaillierte Budgetanalysen, durch die ihr immer genau wisst, wofür ihr eigentlich euer Geld ausgegeben habt. Über meinen Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch anmelden und euch einen 20€ Willkommensbonus sichern. Außerdem verlost Revolut unter allen, die sich unter meinem Link anmelden, 1.000€. Wenn ihr das Ganze interessant findet, dann probiert es doch einfach mal aus und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen, ich wurde gerade komplett eingekleidet und so kann es jetzt rausgehen, weil das Schiff legt jetzt gleich ab. Das heißt, die Leinen werden gelöst und wir fahren los. Ich bin sehr gespannt, wie das genau abläuft. Dominik, moin. Das Schiff geht gleich ab. Wir gehen jetzt auf die Manöverstation, schauen uns das mal an, wie das da so läuft. Man sieht hier schon so ein bisschen den Sonnenaufgang. Sieht ganz nice aus eigentlich. Boah, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Also hier an der Seite geht es direkt runter. Ab hier vorne dann tatsächlich wirklich aufpassen, weil da sind dann die Mooring Lines gespannt. Das ist dann tatsächlich ein bisschen gefährlich, weil wenn die mal irgendwie reißen sollte unter Belastung, dann stehen wir hier alle nicht mehr. Wir können einmal da hochgehen zum Windenfahrer. Jetzt machen wir gleich vorne den Schlepper fest. Schlepper ist dann anderes Boot quasi. Genau, bei der Schiffsgröße brauchst du die einfach zum An- und Ablegen. Okay, die Leinen sind losgelöst, das heißt, das Schiff ist jetzt abfahrbereit. Vorne stehen eben Kapitän und Lotse, die eben jetzt das Auslaufen mit überwachen. Was halt wirklich für uns der große Vorteil ist, dass wir den Lotsen dabei haben. Der kennt sein Revier her, der kann sagen, okay, wir fahren am besten jetzt da oder da lang. Das ist schon so üblich, dass man bei jedem Hafen immer einen Lotsen hat, ja, der einen reinfährt und wieder rausfährt. Genau. Also ohne Scheiß, das hat schon was, so das Auslaufen. Das ist ein Vibe. Ich lebe jetzt die nächsten 5 Tage einfach auf diesem Schiff. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass meine Reise auf der Hanoi Express noch wesentlich länger dauern würde. Die Lotsen gehen jetzt von Bord, das heißt, sie müssen vom fahrenden Schiff auf ein anderes Boot umsteigen. Das sieht echt gar nicht mal so ungefährlich aus. Jetzt haben wir ja abgelegt. Jetzt interessiert mich vor allem, wie das Schiff eigentlich genau aufgebaut ist. Also was gibt es hier alles so zu entdecken? Was gibt es für Räumlichkeiten? Kannst du mich mal so ein bisschen rumführen? Klar, kann ich auf jeden Fall machen. Tatsächlich bin ich gerade dabei, meine Wäsche zu waschen. Okay. Von daher kann ich dir einfach mal so ein bisschen so im normalen Anbordalltag einfach mal zeigen, wie das hier bei uns einfach an Bord so funktioniert. Wir haben an Bord natürlich Wäscheräume, wo wir dann eben Sachen waschen, trocknen und wie auch immer machen können. Ja. Ein bisschen bügeln können. Man hat irgendwie so vielleicht für 1-2 Wochen oder so gepackt, was halt in den Koffer passt. Aber 3 Monate oder 4 Monate kommt man ja damit nicht hin. Zack. Genau. Dann gehen wir runter aufs B-Deck. Da kann ich dir gerne mal so, ja, so mit das Zentrum so vom Leben an Bord zeigen. Das ist hier so der Crew-Messroom, also die Kantine im weitesten Sinne für die Crew. Und hier wird dann eben gegessen zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das Essen hier, das wird dann von einem Koch zubereitet? Genau, das wird vom Koch zubereitet, der wird unterstützt vom Steward. Das heißt, es gibt jeden Tag frisches Essen? Es gibt jeden Tag frisches Essen, genau. Und von der Crew-Messe quasi können wir dann einmal durchgehen zur Offiziersmesse. Also es gibt eine sehr klare Hierarchie an Bord, muss es auch durchaus geben. Hier die Offiziersmesse, wo dann eben die Offiziere
Ingenieure eben halt die Dienstgrade dann entsprechend speisen. Okay, also das hier ist so der gehobenere Bereich. Und es gibt eine Bar. Genau, kann man sich dann hier abends mal entspannt hinsetzen, irgendwie zusammen noch mal eine Cola trinken oder so. Und hier dann auch noch mal so ein Sitzbereich mit Fernseher und so. Wo man sich dann abends mal entspannt hinsetzen kann. Kommen wir so zu den Aufenthaltsräumen, sage ich mal, wo man dann abends gerne mal ein bisschen Zeit verbringt. Hier haben wir so der Partyraum in Anführungsstrichen mit ein bisschen Tischkicker, Dart, Karaoke wird viel gesungen, Musik gespielt. Karaoke? Ja, das machen tatsächlich die philippinischen Kollegen sehr, sehr gerne. Also ihr habt hier viele philippinische Mitarbeiter. Die ganzen normalen Deck-Ratings oder Engine-Ratings, also die normalen Matrosen, ich sag mal übersetzt gesagt, kommen bei uns von den Philippinen, genau. Und wenn man es eben halt ein bisschen ruhiger mag, wenn einem vielleicht nicht nach Musik, Karaoke oder so gerade ist, haben wir eben hier noch so einen zweiten Raum, wo es dann einfach heißt chillen und ein bisschen irgendwie einen Film gucken oder so. Für die sportliche Betätigung haben wir hier eben unseren Swimmingpool. Der wird eben mit Seewasser gefüllt. Alle Touren im Grunde, die über den Äquator gehen, wo es dann wirklich heiß wird, da wird er dann regelmäßig schon benutzt. Meine Badehose ist eh nicht mit angekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ein bisschen schwierig. Für alle, die vielleicht ihre Badehose vergessen haben, haben wir hier eben dann nochmal einen Sportraum, wo man sich eben dann betätigen kann. Rudergerät, Stepper, ist ja echt alles am Start. Und man hat halt nicht so die Möglichkeit, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwo abends irgendwie großartig was essen oder ich treffe mich jetzt mit Freunden oder so oder keine Ahnung, ich mache so einen Spieleabend. Das funktioniert hier halt alles nur sehr begrenzt. Und dann versucht man halt wirklich möglichst so das relativ normale Leben hier irgendwie zu ermöglichen. Gehört dann ja für den einen oder anderen eben auch mal eben eine Sportsession dazu. Unser Hospital, ein Behandlungsbett und ein Krankenbett. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Deshalb sind wir entsprechend ausgerüstet. Das heißt, es gibt feste Vorschriften, was wir genau da haben müssen. Medizinisches Equipment, wir haben Medikamente dabei für den Fall der Fälle. Das heißt, wenn wir jemanden haben, der normal krank ist, wie man zu Hause auch krank ist, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das kriegen wir alles hin. Und wenn es dann schwieriger wird, haben wir hier Satellitentelefon. Es gibt ein Krankenhaus in Cuxhaven, da kann man 24/7 anrufen, extra für uns. Alle deutschen Schiffe können sich da Rat und Tat von einem Arzt holen, können dann Daten hin und her schicken, Bilder und Patientendaten. Und dann kriegen wir dann gesagt, was wir wie wo machen müssen. Wenn jemand wirklich ernsthaft krank wird auf hoher See, geht es dann halt so schnell wie möglich zum nächsten Hafen. Aber manchmal kann das wirklich mal eine Woche weg sein. Ne? Das heißt, wenn man mitten auf dem Pazifik ist, dauert es eine Woche, bis man irgendwo hinkommt, wo einem geholfen werden kann. Das Licht sieht ja schon so ein bisschen aus, wie man das so aus einem Operationssaal kennt. Das heißt, hier könntest du dann theoretisch kleine Operationen durchführen. Was heißt kleine Operationen? Wir versuchen, alles in der Richtung zu vermeiden und einen Arzt heranzubekommen. Wenn manche Sachen nötig sind, können wir das machen. Wir haben Skalpell und alles da für solche Fälle, dass man den Kollegen halt so gut wie möglich behandeln kann im Rahmen dessen, was wir so können. Wir sind unsere eigene kleine Stadt. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, wenn wir auf hoher See sind. Und das kriegen wir auch ganz gut hin, in der Regel. Hier sind wir dann in unserer Feuerstation, in Anführungsstrichen. Okay. Wir sind eben auf uns gestellt und müssen auch eben auch Brände im Zweifelsfall selbst bekämpfen. Crazy, bin immer mehr begeistert davon, was es hier alles gibt auf dem Schiff. Zum Thema Proviant oder Verpflegung kann ich dir einmal unseren Vorratsraum, 3-Provision-Store, genau, unseren Trockenproviant zeigen. Hier sind wir dann im Bereich der gekühlten Waren, also Fleisch, Fisch und Gemüse. Ja, wir sind 2-3 Monate unterwegs. Ich meine, klar, man kann natürlich zwischendurch noch mal einkaufen, wenn sich das irgendwo anbietet, aber die Sachen müssen halt erstmal halten. Das heißt, für wie viele Tage gibt es Proviant hier auf dem Schiff? Gut überleben können wir auch jetzt sicherlich schon die ganze Reise. Für 1,5-2 Monate auf jeden Fall. Es ist wirklich krass, wie viele unterschiedliche Räume es gibt. Also ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Es ist halt wirklich wie so eine komplette Stadt auf dem Wasser. Guten Morgen. Morgen. Na, wie läuft's bisher? Wie ist die Fahrt? Sehr gut. Und was steht jetzt heute an? Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine Runde an Deck. Das heißt, ich zeige dir einmal das Schiff von vorne bis Achtern, von Backbord bis Steuerbord. Kommt einem direkt der Wind entgegen. Ich gehe täglich eine Runde. Es ist Teil des Jobs, zu gucken, dass alles läuft, zu überprüfen, dass auch alle das tun, was sie tun sollen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mal auf den Vormast zu klettern. Ein ziemlich hoher Turm hier vorne. Das Ding ist, dass ich ja so ein bisschen Höhenangst habe. Mal gucken, wie das wird. So, genau, hier drin. Alles klar, dann ziehe ich meins mal auch an. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon ein bisschen Respekt. Das ist echt verdammt hoch. Aber worauf habe ich mich hier wieder eingelassen? Dann geht es jetzt los hier. Okay.
Alter, das ist fucking hoch. Ich hab's geschafft, aber es ist schon ganz schön hoch hier, muss man sagen. Wofür gibt es diesen Vormast überhaupt? Also der Vormast ist natürlich für unsere Navigationsbeleuchtung wichtig. Wir haben natürlich auch jede Menge Scheinwerfer hier, die unsere Manöverstation beleuchten. Wir haben hier vorne auch eine Kamera, da ist das Typhon, die Hupe und halt jede Menge Kabel. Und regelmäßig muss der Elektriker oder ein Offizier hier hoch, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das Schiff ist ja noch kein halbes Jahr alt. Das heißt, wir gucken jetzt verschärft auch auf Sachen, die einfach von der Werft vergessen worden sind zum Beispiel oder wo irgendwas kaputt ist, was wir noch in der Garantie wieder beschaffen könnten. Das müssen wir alles in Ruhe kontrollieren dann regelmäßig. Was ist so das Besondere an der Hanoi Express? Einmal ist sie natürlich sehr groß. Mit 400 Metern gehört sie zur größten Containerschiffsklasse, die auf den Weltmeeren rumfährt. Die Hanoi Express kann auch mit LNG fahren. Das heißt, wir haben Flüssiggas dabei. Was halt sauberer verbrennt. Weil sonst wird da schon eine Menge Öl verbraucht wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist halt auch der Grund, warum die Schiffe so groß geworden sind. Wenn man mit einem kleinen Schiff nach Asien fährt, verbraucht man natürlich weniger Öl. Ja. Aber hat halt dann nur 100, 200, 1000 Container mit. Wir verbrauchen natürlich mehr Öl. Aber runtergebrochen auf den einzelnen Container ist es sehr, sehr viel weniger. Die Seeschifffahrt ist der effizienteste Weg, um Ladung über weite Strecken zu transportieren. Und je größer das Schiff, desto effizienter ist es dann halt für den einzelnen Container. Was werden wir jetzt genau machen? Jetzt gehen wir die Stückgüter an Deck einmal inspizieren. Also an Deck und unter Deck. Wisst ihr genau, was ihr hier transportiert, also was in den ganzen Containern drin ist? Teils. Also wenn man spezielle Ladung hat, wie halt Kühlcontainer, da weiß ich, was drin ist. Also zum Beispiel haben wir jetzt in England sehr viel gekühlte Medizin mitgenommen, Pastry, Baking Goods. Aus Vietnam zum Beispiel wird sehr viel Fisch exportiert, Fisch und Garnelen. Und da weiß man halt in den Ladungsmanifesten, was da drin ist. Bei den Gefahrgütern dasselbe, da muss man sogar wissen, was drin ist. Und damit man halt, je nachdem, wenn man jetzt einen Brand hat, dass man halt weiß, was muss ich damit machen. Wie kann ich das halt stoppen? Darf ich das überhaupt anfassen? Darf ich da hin, wenn das jetzt irgendwelche Chemikalien sind? Bei den normalen Containern mal so, mal so. Manchmal hat man die Info, manchmal nicht. Also man kann sich das halt nur denken. Weißt du, was gerade so das teuerste oder besonderste ist, was ihr hier heute transportiert? Einmal eine Motorjacht und was anderes, was wir haben, ist eine Dampfturbine für einen Nuklearreaktor. Aber dann sind das ja schon auch krasse Werte, die ich hier transportiert. Das sind dann mehrere Milliarden Euro, die man hier durch die Gegend fährt. Das ist schon eine massive Verantwortung. Hier geht's in den Laderaum. Habe ich schon mal mitgebracht, einen Gasdetektor. Falls da irgendwas ausgelaufen ist oder da irgendwie eine gefährliche Atmosphäre sein sollte, dass wir dann direkt wieder rausgehen. Kannst du einmal eben hochziehen. Okay. Okay, crazy. Also da geht's jetzt noch mal tiefer rein in den Laderaum. Hier sehen wir jetzt eins der, was die Transportkosten angeht, auf jeden Fall eines der teuersten Güter, die wir hier an Bord haben. Das ist eine Motorjacht, die wir jetzt in Southampton geladen haben. Kann man sich vorstellen, wie teuer das ist, wenn ein Container halt schon Summe X kostet und jetzt verbrät er quasi die Stellplätze für 8x3 Container. Von daher ist das dann, glaube ich, eine relativ teure Angelegenheit. Aber ich glaube, wenn man so eine Yacht hat, dann ist das auch egal. Aber was dann meine Aufgabe ist, auch regelmäßig während der Reise halt zu gucken, ob hier noch alles so ist, wie es sein soll. Dass da jetzt nichts abgefallen ist, nichts verrutscht. Also das Ding ist echt riesig. Also hier stehen 3 Container aufeinander von der Höhe her und 8 Container in die Breite. Muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das kriegt man hier über die Kamera gar nicht eingefangen, wie riesig das ist. Und wenn ich hier so runterschaue, dann geht es ja auch noch richtig tief weiter, ne? Genau. Das sind halt nochmal 9 Decks, die jetzt da runtergehen, also 9 Geschosse quasi. Ah, crazy, ich dachte eben, wir wären ganz unten, als wir so... Nee, da, da musst du noch ein paar Treppen laufen, bis du ganz unten angekommen bist. Das heißt, so viel, wie man oben auf dem Containerschiff sieht, so viel ist auch noch mal im Containerschiff drin, genau. Quasi. Weißt du eigentlich, wie teuer das ist, so einen Container zu verschiffen? Im niedrigen Tausenderbereich. Also, dass man hier Container in diesem großen Stil durch die Gegend fährt, das ist eigentlich der Grund dafür, dass wir so viel Globalisierung überhaupt haben können. Weil der Preis, etwas mit einem Containerschiff zu verschiffen, ist so niedrig. Da lohnt sich halt sogar, wenn man den Container voller Plastikspielzeug halt hierher fährt, nach Europa. Und sonst müsste man halt eigentlich Ladung haben, die es auch wert ist. Aber muss man jetzt im Zweifelsfall gar nicht. Kann es sein, dass ihr Schmuggelware an Bord habt und das gar nicht wisst? Nee, auf diesem Dienst eigentlich nicht. Also Europa Fernost ist da jetzt nicht so prädestiniert für. Wo man das haben kann, ist auf den Valparaiso Express-Klassenschiffen. Die fahren nach Südamerika. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man da keine Schmuggler an Bord hat. Und es ist halt auch gefährlich, wenn man halt diese Leute an Bord hat, also
die Banden und so weiter. Also ich hatte selber mal vor Santos in Brasilien eine ganze Horde Krimineller an Bord und haben dann standen halt mit Sturmgewehren an Deck. Wollen wir natürlich vermeiden, so gut es geht. Also da hat man halt viel höhere Sicherheitsvorkehrungen. Da gucken auch die Behörden sehr doll drauf, was man in den Containern hat und so weiter. Mit mehreren Hunden, mit also irgendwie 30 Leute, die dann das ganze Schiff auf den Kopf stellen. Meistens sind es ja dann Narkotika, Kokain und Konsorten, die dann aus Südamerika irgendwie nach Nordamerika und Europa kommen. Wenn man da halt in Europa relativ easy rankommt, da irgendwie muss es halt gehen. Wir tun natürlich alles, damit das halt nicht passiert. Von daher ist das schon nicht ohne. Wie geil das einfach ist. Ein Basketballplatz unter Deck. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier ist das Anrennen vom Schiff. Hier am Eck ist jetzt so, dass die Wellen halt unter das Schiff schlagen, deshalb alles ein bisschen wilder aussieht. So eine Windstärke 5 baut sich so langsam auf. Es wird dann noch ein bisschen mehr werden. Also was denkst du, wie wird es in den nächsten Tagen sein? So eine 6, 7, vielleicht auch eine 8 wird es wohl werden. Okay. Während ich mich immer mehr an das Leben auf dem Containerschiff gewöhne, wird die See immer rauer und die Wetterprognose sieht auch nicht sonderlich gut aus. Der Kapitän rechnet jetzt schon damit, dass unsere Reise einige Tage länger dauern wird. Was ich noch alles an Bord der Hanoi Express erleben werde, seht ihr nächste Woche im zweiten Teil. Heute ist der Wellengang richtig heftig. Hier wurde gerade ein Alarm ausgelöst. The firefighters ready. Jetzt geht's ins Rettungsboot. Also abonniert den Kanal, um den zweiten Teil nicht zu verpassen. Vielen Dank auch nochmal an Revolut für die Unterstützung bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.